Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei mir geht's heute weiter mit meinen seltensten und teuersten Blu-rays im Keepcase. Wir hatten ja in dem ersten Video so 20 Euro und 25 Euro Filme. Und jetzt geht's dann ab 30 Euro und so weiter. Ich sag nochmal im Voraus, das sind jetzt die Sachen, die ich bei eBay, Rebuy, Medimobs und Filmundo und Amazon, ja, verglichen habe die Preise und habe den günstigsten dann rausgesucht und trotzdem war der noch so hoch, ne, der Preis. Es ist immer so, wie gesagt, hat mich auch jemand darauf aufmerksam gemacht, auf Filmbörsen, auf Flohmärkten. Man hat auch manchmal so bei eBay, vielleicht beim Ersteigern oder bei Filmundo Glück. Es gibt manchmal Neuauflagen von den Filmen, die dann wieder günstiger zu kriegen sind. Das ist jetzt wirklich so nur der Stand von diesen fünf großen, nenne ich sie jetzt einfach mal, Verkaufsplattformen im Internet, wo die Preise halt so hoch waren im November 2023. Gut, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den 30-Euro-Filmen. Ich habe da drei Stück verliehen. Das ist als erstes Entity, dann Steel Dawn mit Patrick Swayze. Und der dritte ist, Liebling, hältst du mal die Axt? Ja. Okay, die drei sind verliehen, habe ich jetzt nicht hier, habe ich aber auch in der Sammlung, wie gesagt. Und jetzt fangen wir aber mal mit denen an, die ich jetzt tatsächlich habe. Es sind wieder einige, genauso viele wie eigentlich in dem Video davor. Wie gesagt, ab 30 Euro einmal William Hurt, Raul, Julia, Sonja Braga in Kuss der Spinnenfrau. Ja, war ein cooler Film, der war auch hier, der Oscar-prämierte Kultklassiker. Habe ich auch relativ spät erst geguckt. Dann fangen wir hier weiter an. Und zwar Jack Nicholson und Michelle Pfeiffer in Wolf oder Wolf. Relativ selten. Da gibt es auch noch eine Cinematic-Reihe oder irgendwie noch eine andere Version von. Aber die ist genauso teuer und selten. Dann haben wir hier Miles O'Keefe in Arthur, Herr des Feuers. Habe ich auch ganz selten gesehen. Also wie gesagt, 30 Euro, ne, war da ungefähr so knapp. Dann haben wir Bruce Campbell in Bubba Hotep. Ja, ja, auch ziemlich durch der Film, ne, aber ist halt Bruce Campbell. Ne? Dann Shopping Mall. So, den hatte ich auch dieses Jahr relativ... Ich glaube, da habe ich auch noch 15 Euro oder so für bezahlt von Nameless. Ach ja, und UFDB, da gucke ich auch immer noch mal. Also sind 6, ja, also UFDB. Den gab es jetzt auch da, wie gesagt, nicht mehr für unter 30. Dann Jack Lemmon, Jane Fonda und Michael Douglas in Das China-Syndrom. So, und den gab es auch eine ganze Zeit für 4,99 bei Amazon. Da habe ich mir den auch irgendwie mal für geholt und mittlerweile, wie gesagt, ist der wohl nicht mehr da, auch ab 30 Euro. Dann, Peter Cushing, Christopher Lee, Regie Freddy Francis in Die Todeskarten des Dr. Schreck. Ich meine, davon gibt es aber auch noch eine Mediabook-Edition. Die ist von Wicked Vision rausgebracht, wo ich meine, es wäre so. Aber die ist auch teuer. Ja, wie viel die jetzt kostet, habe ich natürlich nicht geguckt, aber ja, auch teuer. Dann Dracula, restaurierte Fassung. Das ist der mit Christopher Lee von 1985. Ja, da gibt es ja mehrere mit Christopher Lee. Das ist jetzt auf jeden Fall auch einer, der nicht mehr unter 30 zu kriegen ist. Und hier habe ich das auch, dieses Problem mit dieser, was heißt Problem, ich habe die Gott sei Dank alle, aber viele werden wahrscheinlich dieses Problem haben mit von Jackie Chan, Hard to Die, ja, in dieser, ja, Dragon Edition, da gibt es ja etlich viele von, ich habe die auch alle, aber wie gesagt, unter 30 ist auch schon heavy. Ja, den hier, den habe ich selber mal auf einer Börse gefunden und der war nicht so teuer, aber mittlerweile, den gab es auf der Börse auch nur einmal, hatte ich den gesehen, in so einer Wühlkiste, der war auch, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine noch unter 20, mittlerweile über 30 ist Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Hochzeit auf Italienisch,
Auch nicht mehr unter 30 gefunden. Dann einmal Tom Cruise in Risky Business, Lockere Geschäfte. Auch ein richtig geiler Film. Auch super teuer irgendwie. Ja. Ja, dann von Brian De Palma, Schwarzer Engel. Brian De Palma geht auch immer. Ja, den habe ich selber. Da habe ich knapp über 20 mal für bezahlt. Das weiß ich noch. Mittlerweile unter 30 habe ich ihn nicht mehr gefunden. Burt Reynolds in Sharky und seine Profis. Das sind ja auch, klar, ich habe auch für einige Keep Cases echt meiner Meinung nach zu viel bezahlt. Aber ich wollte es halt unbedingt haben. Ne? Dann haben wir hier Träume erfordern Opfer. Starry Eyes. Ich meine von Turbine Medien, ne? Die haben das rausgebracht. Ja, Turbine. Ja, auch mega teuer, also ab 30 aufwärts. Und das hat mich total gewundert. Ich habe auch extra da sogar zweimal nochmal geguckt, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass der so teuer ist. Das ist von Michael Bay, das Texas Chainsaw Massacre Remake. Aber ich habe ihn auch nicht günstiger gefunden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, trotzdem. Ne? Also ich wurde da auch ein bisschen schlau. Genauso wie bei dem. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass der mittlerweile so teuer ist. Das ist Robert De Niro in Martin Scorseses Taxi Driver. Da gibt es auch noch eine andere Version. Das ist jetzt dieses Mastered in 4K. Das ist die Bildqualität nochmal eine Nummer besser. Den gibt es auch als normal HD. Ja, also nicht als 4K Master. Und da ist er deutlich günstiger. Aber diese Version hier. Ab 30 Euro. Dann Kirk Douglas in Path of Glory oder Wege zum Ruhm. Auch super teuer. So, und ich meine Filmkonfekt. Ja, ich weiß, dass ich den mal bei UFDB oder so für einen knappen Zehner oder so geschossen habe. Mittlerweile aber, wie gesagt, auch so teuer. Dann hier auch, hätte ich auch nicht gedacht. Conan Lee in Ninja Kommando, die ungeschnittene Fassung, auch unglaublich teuer. Der ist auch mega cheesy, der Film. Ich finde den trotzdem cool, also der macht auf jeden Fall Bock, aber also 30 Euro würde ich, das ist so ein Film, da würde ich 5 Euro für bezahlen, höchstens so, ne? Ja, okay, aber ja, jedem das seine irgendwie, ne? Dann haben wir Charlie Sheen und Michael Biehn in Navy Seals. Auch so teuer. Das ist auch wieder ein NSM-Titel. Ich weiß halt, habe ich auch im Video davor schon gesagt, dass die NSM Records irgendwie nicht so viele, ja, viele Amaray Blu-rays produzieren und die dann, wenn die weg sind, sind die weg. Ne? Dann von Explosive Medias, weltweite Veröffentlichung in HD. Ist auch hier Christian Slater, ist ja irgendwie auch Hauptrolle in Mobsters. Die wahren Bosse, meine ich, heißt er, ne? Die wahren Bosse, genau. Das ist auch ein cooler Mafia-Film, hat auch Spaß gemacht, würde ich auch aber eher als B-Movie so ein bisschen einstufen. Aber auch unter 30 Euro nicht zu kriegen. Ja, den weiß ich, dass der so teuer ist. Den habe ich auch viel für bezahlt. Der ist auch relativ selten. Also den hatte ich etliche Male bei Rebuy oder den hatte ich lange bei Rebuy und Medimobs. Ja, beim Kaufalarm, und das ist von Guillermo del Toro, Guillermo del Toro Mimik. Der ist hier auch mit so einem Schuber irgendwie noch dabei, der Director's Cut und Kinofassung. Jetzt steht hier nur Director's Cut, aber ist auch die Kinofassung mit drauf, ist auf einer Disc. Ja, auch selten teuer. Da habe ich mich auch komplett gewundert, und zwar ist das von, ja, nach den Charakteren von Stephen King, manchmal kommen sie wieder zwei. So den ersten und den dritten, den gibt es halt noch, auch noch zu Normalpreisen, aber den zweiten nicht mehr. Ja, ich fand ehrlich gesagt auch da nur den ersten richtig gut. Der zweite ging, ja, ging, und der dritte, naja, gut. Ja, P.T. Anderson in hier Magnolia. Auch relativ selten. Das ist auch von Arthouse rausgekommen. Ne? Ja, auch nicht mehr unter 30 Euro gefunden. Ist auch ein klasse Film. Ach, der ist auch super besetzt hier mit Tom Cruise, Simon Hoffman, ja, Julian Moore. Ach, super, super Film einfach. Ja, auch so teuer.
Ja, der auch. Der ist auch schon was länger von Tobys Film. Ist der auch schon länger out of print. Das ist Sylvester Stallone in Judge Dredd. Ja, auch habe ich auch nicht mehr unter 30 gefunden. Teilweise sogar fast 40, 50 Euro. Es gab auch welche, die ihn halt für 30 angeboten haben. Und hier auch wieder so einer, den habe ich glaube ich mal beim Saturn oder so auch in so einer Wühlkiste mal mitgefunden und mitgenommen. Das ist eigentlich auch jetzt nicht so. Hab echt mit mir gehadert, weil der mir eigentlich gar nicht so gut gefallen hat. Er war da irgendwie 4,99 oder so, mittlerweile ab 30 aufwärts. Das ist von John Carpenter, Ghosts of Mars. Mit Ice Cube, Jason Statham, sehe ich hier, Natasha Henstridge, ja genau. Ja, also für John Carpenter eher schwach, eher sehr schwach. Man kann den gucken, aber der ist jetzt für John Carpenter, ist er halt. Ja, ist, wie gesagt, jeder Geschmack ist anders. Ja, der weiß ich auch, dass der so teuer ist. Da habe ich auch viel für bezahlt. Der ist auch schon ewig out of print. Das ist Denzel Washington in John Q, Verzweifelte Wut. Ne? Auch ab 30 Euro, halt unter 30 Euro nicht gefunden. Kommen wir zum zweiten Stapel. Oh. Machen wir das mal so, dass man die anderen nicht direkt sieht. Da habe ich nicht alle umgedreht. Genau, Jack Lemmon, Walter Matthau und Anne Margaret in Ein verrücktes Paar. Da kann ich aber auch was zu sagen. Der war teilweise echt eine Zeit lang unter 50 Euro nicht zu bekommen. Und da hatte ich auch bei Amazon Kaufalarm, ich glaube 2 Jahre oder so hat das gedauert. Und dann kam das auf einmal. Dann war der wieder für 8,97 da. Da habe ich zugeschlagen. Hatte ich auch noch einem Arbeitskollegen Bescheid gesagt, weil er da auch so ewig drauf gewartet hat. Und ja, dann als sie wieder weg waren, sind die Preise halt wieder so hochgegangen. Ja, okay, mittlerweile ab 30, also ab 50, das war ja unglaublich. Dann Denzel Washington, mal wieder einer. Ne? Teufel in Blau, auch relativ selten und teuer. Was haben wir denn noch? Hier sind echt viele für 30. Ja, ah. Von der Classic Cult Collection und zwar Material Law 3 Mission of Justice. Die ersten beiden, die kamen ja glaube ich von Mediex jetzt vor kurzem nochmal neu raus. Uncut, die hatte ich mir geholt und hatte dann gesehen, dass es noch einen dritten gibt. Der ist ja auch mit Brigitte Nielsen. Ne? Ja, genau, aber da habe ich auch auf der Seite von Classic Cult Collection selber noch bestellt. Der ist da jetzt mittlerweile auch nicht mehr zu bekommen und auch für unter 30 Euro nirgends gefunden. Dann habe ich hier, ja, Matthew Broderick in Projekt X. Den habe ich mir auch mal für 10er oder so bei Amazon geholt. Das ist auch schon was länger. Ja, auch von Nameless, auch out of print, so wie es aussieht. Dann Jim Carrey in The Majestic. Und das weiß ich, dass ich den mal in so einer Amazon 10 für 50 oder 6 für 30 Aktion für einen Fünfer halt dann umgerechnet mitgenommen habe. Und jetzt mittlerweile auch nicht mehr unter 30 Euro im Netz gefunden. Ich pack die mal hier hoch. So. Genau wie der. Jack Lemmon und Walter Matthau in Extrablatt. Habe ich auch in so einer Aktion. Ich meine sogar noch Anfang 2023 oder Ende 2022. Ja, so schnell kann es dann halt gehen. Ne? Das ist teilweise. Dann denkt man sich immer, ja, komm, da warte mal ab und dann hat man nachher so einen Salat da, ne? Ja, Nowhere Boy. Hat mich auch gewundert. Habe ich auch nicht mehr unter 30 Euro gefunden. Und den habe ich, weiß ich auch, da, ich meine mal für 7 oder 8 Euro bei Rebuy oder so gefunden. Da gab es halt gar keinen mehr von. Ja? Bei Medimobs, meine ich, war auch keiner mehr da. Da besteht vielleicht auch die Hoffnung, den dann doch mal noch günstiger zu bekommen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe halt jetzt da nichts gesehen gehabt. Ja, und den genau, den hatte mir sogar hier jemand auf YouTube empfohlen. Vor 3 oder 4 Monaten. Da habe ich auch einen 20er oder so für bezahlt. Neu, mittlerweile aber auch über 30. Das ist Kopfjagd, Preis der Angst. Ja, bin ich echt froh, dass ich da dann vielleicht doch nochmal, ja, einen Zehner oder so gespart habe. Ne? Auch der hier, genau, da habe ich auch ein bisschen, da habe ich glaube ich 15, 16 oder so für bezahlt. Auch von der Classic Cult Collection Leviathan. Ja,
auch ein richtig geiler Film. Also für alle, die kann ich nur empfehlen, für Alien oder das Ding oder so. Ich fand den genauso geil. Ich fand den auch genial. Also der braucht sich da nicht zu verstecken. Genau, Netflix-Film. Den gab es halt auch in so einer 6 für 30 oder 10 für 50 Aktion bei Amazon. Mittlerweile gibt es den halt nicht mehr. Das ist The Edge of 17. Aber wie gesagt, der läuft halt auch auf Netflix. Ne? Also, ich meine, das wäre auch eine Netflix von Sony. Auf jeden Fall läuft der da. Ne? Für die, die nur gucken wollen, da könnt ihr auch mal reingucken. Ich fand den super, super gut. Mit Woody Harrelson ist halt eine coole Coming-of-Age-Komödie. Ja. Aber wer dann halt auf Scheibe will, da wird es dann teuer. Takeshi Mikes, Lessons of the Evil. Auch ultra brutaler Film. Richtig krass. Ein Lehrer, der Amok läuft in der Schule. Von Rapid Eye Movies. Auch nicht mehr für unter 30 gefunden. Dann Richard Gere und Laura Linney. The Mothman Prophecy. Oder Prophecies, ne? Genau. Nach einer wahren Begebenheit. Tödliche Vision. War auch ein cooler Film, aber auch mega teuer. Also 30 Euro. Naja. Würde ich mir dafür jetzt nicht mehr holen. Ja, ein John-Woo-Film. Und zwar Van Damme in Harte Ziele. Auch nicht mehr unter 30 gefunden. Aber da weiß ich, dass da nächstes Jahr, also 2024, von Play-On Pictures definitiv eine neue Edition kommt. Ich weiß nicht was, ob die direkt eine 4K rausbringen oder noch eine Blu-ray. Auf jeden Fall, ich kann mir auch vorstellen, Mediabook, Steelbook, irgendwie was. Da noch ein bisschen Geduld haben für die, die ihn unbedingt haben wollen und nicht so viel ausgeben wollen. Da kommt was. Dann haben wir wieder einen Rapid Eye Movies Film. Oh, der war auch richtig gut. Geständnisse, Confessions. Ja, aber wie gesagt, auch für 30 Euro. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ich meine, wir kommen gleich noch zu ganz anderen Preisen, wo ich mir auch den Kopf schüttle, aber gut. Dann Dolph Lundgren in Fight of the Dragon. Der ist auch relativ selten. Da habe ich auch Ewigkeiten gesucht. Hat kein Glück, über Jahre hatte ich den irgendwie gesucht. Habe den dann irgendwo mal gefunden, aber deutlich weniger als 30 Euro dafür bezahlt. Dann Christopher Lambert in Fortress, die Festung. Auch so teuer. Dann habe ich hier genau Dream Home. Muss ich ein bisschen. Die Uncut Edition von Dream Home. Da gibt es auch ein Mediabook. Das hatte ich sogar mal und habe das irgendwann mal getauscht oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und das ist auch über hunderte von Euro wert mittlerweile. Und die hier halt, die Keepcase-Version, ja, ab 30 aufwärts. Den habe ich auch nur, weil er indiziert ist, meine ich. Nur bei Filmundo gesehen. Ja, dann Edgar Allan Poes, also mit Vincent Price, Die Verfluchten, der Fall des Hauses Usher. Da weiß ich auch, dass der nochmal neu aufgelegt wurde. Ich meine auch von Play on Pictures, Kochfilms, ne, alten Kochfilms. Aber da weiß ich den Preis, aber nicht in dieser Edition hier. Ne, die habe ich jetzt dann nochmal gefunden, aber wollen sie halt 30 Euro verhaben im Schuber. Die ist damals ja genau von Explosive Media über die Live-AG rausgebracht worden. Ja, aber da, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall auch noch eine neuere Neuauflage, die günstiger ist. Ja, dann für mich ultra geiler Film, Matthew McConaughey und Christian Bale in Die Herrschaft des Feuers. Ich finde den so genial, keine Ahnung. Der ist eigentlich auch cheesy, aber ich finde den trotzdem geil. Ja, aus der Jugend her halt, ne? Den habe ich damals auch im Kino geguckt. Aber wie gesagt, den auch nicht unter 30 Euro mehr gefunden. Ja, der auch. Sean Connery, Christian Slater in Der Name der Rose. Da wurde, meine ich, auch von Capelight mal irgendwie was angekündigt, dass da auch ein Mediabook kommen soll. Der sollte eigentlich 2023 erscheinen. Da ist auch nichts gekommen jetzt. Es gibt auch keine weiteren Infos mehr. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie Probleme mit dem Film oder Musikrechten oder was weiß ich nicht habe. Auf jeden Fall gibt's, der ist auch ziemlich, ziemlich selten und auch teuer.
Ja, dann, das hat mich auch gewundert, dass der jetzt so viel kostet, ab 3, also ab 30 aufwärts. City of God. Ja, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Und ultra genialer Film. Also ich finde den so hart. Der ist so geil gewesen auch. Gut, aber auch so, ne, die Preisklasse da, 30, ab 30. Ja, dann haben wir hier Carrie. Ja, Brian De Palma. Mit Sissy Spacek und John Travolta. Ja, genau. Da ist jetzt hier das Cover. Es hat eigentlich regulär dieses Kaufcover hier gehabt. Da ist aber dieser hässliche FSK-Flatschen drauf. Deswegen habe ich das halt umgedreht. Ja, auch so teuer, ne? Ja. Ach, genau. Aber da kommt auch 2024 von Cape Light Pictures definitiv ein Mediabook. Ich meine auch 4K mit Blu-ray oder auch nur eine Blu-ray im Keycase, da wird was kommen. Also abwarten. Dann haben wir hier Mario Bavas Bay of Blood Uncut. Ja, das kann ich zeigen, das Cover. Ich muss ja immer aufpassen hier. Genau, der ist auch, den habe ich auch nur bei Filmuno gefunden. Und da wollen die ab 30 Euro aufwärts erfahren. Krass. Genauso wie bei denen, auch jeder jeweils 30 Euro sind wieder hier von Jackie Chan Armor of God. Ich muss immer aufpassen, dass ich das Jackie richtig ausspreche. Hat mich halt immer jemand drauf aufmerksam gemacht, dass ich da irgendwie Jackie sage. Ja, es ist schwierig auszusprechen für mich. Also, aber egal, die beiden jeweils 30 Euro. Armor of God ist das übrigens, genau. Eins und zwei. Sind auch beide genial. Die beide super. Dann haben wir hier, ja, Steve Guttenberg, Daniel Stern, Mickey Rourke, Kevin Bacon, Alan Barkin, Paul Reiser in American Diner. Auch ein wunderbarer Film. Ja, so ein richtig cooler Film. Auch nicht mehr für unter 30 Euro gefunden. Sondern hier sind jetzt auch noch die für 30, genau. Woody Allen und Diane Keaton, genau, in der Stadtneurotika. Ja. Ich meine, den hätte ich auch dieses Jahr bei Medimops oder so von knappen 20er geschossen. Aber auch schon viel, ne? Aber gut. Ja, Ray Winston und Ben Kingsley in Sexy Beast. Was ist das? Moment, die packe ich mal hier unten hin. Ja, genau. Bridget Fonda, Campbell Scott, Matt Dillon in Singles, gemeinsam einsam. So, den habe ich mir auch in so einer 6 für 30 oder 10 für 50er Amazon-Aktion geholt. Den gibt es auch nicht mehr. Auch ab 30 Euro wollen die jetzt dafür haben. Dann Rob Schneider und David Carradine in Big Stan. Ja, auch so ein Blödelfilm, ne? Aber ja, auch so teuer, ey. Unglaublich. Also, ja, Steven Spielberg, Goldie Hawn in Sugarland Express. Da muss ich aber auch sagen, den habe ich auch jetzt vor kurzem erst, ja, ich meine, knapp 20 oder unter 20 oder was, über 20. So schwierig, wenn ich so viel kaufe, aber ja, billiger als 30 gefunden, aber seitdem jetzt irgendwie auch nicht mehr. Also jetzt beim letzten, ja, Schauen habe ich nicht unter 30 gesehen. Dann haben wir einen Film von Philipp Koch, ein deutscher Film ist das Pico. Richtig krasser Gefängnisfilm, Jugendknast, ne? Ja, deutscher Lu Jugendknast, auch ein richtig genialer Film, aber 30 Euro auch, ne? Also. Ja, dann haben wir wieder hier einen, da weiß ich auch, der war Ewigkeiten für 4,99 bei Amazon und da habe ich den mir damals auch irgendwann mal geholt. Ist jetzt auch nicht mein liebster Film mit Bruce Willis, aber fand ihn ganz unterhaltsam. Hudson Hawk, der Meisterdieb. Aber wie gesagt, auch 30, ab 30 aufwärts würde ich niemals dafür bezahlen. Ne? Rod Steiger und James Coburn in Todesmelodie. Das ist auch ein richtig genialer Western. Jetzt gucke ich mal gerade. Warum habe ich denn das nicht umgedreht?
mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, im Englisch im Original Duck You Sucker. Richtig genialer Western, aber auch leider jetzt ab 30 € aufwärts. Ja, das ist schade. Ja. Scary Movie 2. Bin ich jetzt auch nicht so der übelste Fan von, aber ich habe den ersten und den zweiten halt damals wirklich lustig gefunden, habe mir die auch gekauft. Er ist auch schon relativ alt, aber der ist auch für unter 30 € nicht mehr zu kriegen. Dann haben wir hier Caligula in der ungekürzten Fassung. Ja, Aufstieg und Fall eines Tyrannen. Ja, auch ab 30 € ist er. Gibt wirklich, das ist entweder man mag den oder man hasst den Film. Da gibt es wirklich nichts so dazwischen irgendwie, ja. Aber auch ziemlich teuer. Also wie gesagt, würde ich auch nicht dafür ausgeben. Was haben wir denn? Ich gucke gerade, ob ich nicht durcheinander gekommen bin. Doch, bin ich. Die waren für 30. Ah, oh, Angelo, mein Gott. 30, 35, 40, 45, 50. So, das tut mir leid. Das waren alles die für 35, die ich jetzt gerade hier gezeigt habe. Ab wo? Ja, das ist jetzt natürlich richtig blöd gelaufen. Ja. Ich weiß nicht genau, ab welcher ich angefangen habe, die ab 35 jetzt zu zeigen. Ich schaue jetzt gerade noch mal. Ja, Sexy Beast. Ab American Diner. Genau. Ab American Diner. Ja. Sprich, die waren alle nicht für unter 35 zu kriegen. Ja. Ich zeige dir jetzt noch mal einmal Hudson Hawk. Pico, Sugarland Express, Big, Singles, Sexy Beast, American Diner, gerade gezeigt Caligula, Scary Movie 2, dann Todesmelodie, Duck You Sucker, genau, die waren alle nicht unter 35 €. Damit machen wir jetzt auch weiter, und zwar Postal. Ja, das ist eigentlich, ich bin jetzt kein Fan von, ja, wie heißt der? Ich verwechsel den immer mit Olaf Ittenbach, ist es aber nicht. Jetzt komme ich natürlich nicht auf den anderen Namen hier, meine Güte. Olaf Ittenbach und, ach, der hier Blood Rain und sowas auch gemacht, Far Cry. Furchtbar, mein Gedächtnis ist unglaublich. Das ist tatsächlich echt, seitdem ich hier das letzte Mal Corona hatte, vergesse ich Sachen. Das ist echt nicht lustig irgendwie, ne? Weil ich bin hier eigentlich so fit drin, weil ich das so liebe. Aber wie gesagt, mir fallen auch manchmal die einfachsten Uwe Boll. Jetzt, ja, die einfachsten Sachen nicht mehr ein. Okay, anderes Thema. Aber gut, dann haben wir hier die Rückkehr des Dr. Fibes. Habe ich auch nicht mehr für unter 35 jetzt immer auch so gefunden. Ja, den habe ich glaube ich noch gar nicht gesehen. Den ersten habe ich gesehen, fand ich gut. Den zweiten gehe ich auch mal von aus, dass er gut ist. Aber dann haben wir hier Vincent Price, House of Wax. Requiem für Django. Ja, auch ein Western, auch noch über von Explosive Media über Live-AG rausgebracht worden. Dann habe ich, genau, Thora Birch, Scarlett Johansson und Steve Buscemi in Ghost World. Auch ein cooler Film. Jeff Bridges und Tommy Lee Jones in Explosive, Blown Away, NSM-Film. Ja, der war auch heavy, ey. Antonio Banderas in Die Haut, in der ich wohne. Boah, der war so übel, der Film. Also, pff,
wenn er das Cover irgendwie so sieht, ich dachte erst, was, boah, hätte auch irgendein Cronenberg oder sowas sein können. Unglaublich, krank. Dann Paul Newman und Tom Cruise in einem Martin Scorsese-Film, Die Farben des Geldes. Auch ein richtig geiler Film, aber auch so unglaublich teuer. Ja, Dead Heat. Ist auch, ich kenne echt nicht so viele, ist halt auch, oh ja. Ja, ist ein geiler Film. Also ich kann jetzt auch nicht mit irgendwas anderem vergleichen, aber er war einfach auch genial. Dann habe ich genau das Camp des Grauens Teil 2. So, den ersten gibt es hier, glaube ich, in Deutschland sowieso nur auf DVD. Ja, ich habe den auf jeden Fall auf DVD. Den dritten gibt es noch auf Blu-ray. Der ist auch noch relativ günstig, aber der zweite halt unter 35 nichts mehr. Genauso wie Adventureland. Ja, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Bill Hader. Aber das ist Ryan Reynolds. Der ist auch geil, ja. Aber ich meine, der läuft auch auf Disney Plus. Also für die, die ihn noch nicht gesehen haben und unbedingt mal gucken wollen, der ist echt cool. Vom Regisseur von Superbad auch. Und ja, auch zu teuer meiner Meinung nach mit 30 Euro. So, 30, 35, 40. Jetzt kommen die 40 Euro Filme. Genau, Robert Rodriguez in The Faculty, trau keinem Lehrer. Auch geil, aber viel zu teuer. Studiokanal, ja. Da könnte ich mir auch vorstellen, ich hoffe, dass er vielleicht hier Play on Pictures nochmal irgendwie was Neues, ja, vielleicht ein Mediabook 4K oder Steelbook, was dann wieder ein bisschen günstiger für alle ist. Dann Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer. So, This is Spinal Tap. Ja, auch genial. Habe ich auch erst vor kurzem, dieses Jahr das erste Mal gesehen. Film von Rob Reiner. Ist auch über eine Metal-Band, die wirklich jedes Genre da irgendwie durchzieht. Richtig cool gemacht. Coole Komödie auf jeden Fall. Ja, Jamie Lee Curtis in Terror Train, beziehungsweise Todesparty 3. Ich hatte Todesparty 1, dann Todesparty Cutting Glass und ihn dann auch geguckt. Ich finde, der passt gar nicht wirklich so zur Reihe. Der kann auch eigenständig geguckt werden. Da muss man die davor nicht sehen. Ist auch richtig geil. Ein richtig geiler Slasher. Also Jamie Lee Curtis auch wieder in Topform. Cool, richtig cool gemacht. Genau, Robert De Niro und Jerry Lewis in einem Martin Scorsese-Film, The King of Comedy. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der mittlerweile ab 40 Euro aufwärts kostet. Ja, Wahnsinn. Dann William Fichtner, Katie Holmes, ja, Sarah Polley, Jay Moore und Scott Wolf. Sagen wir jetzt auch nicht alle was, Katie Holmes, ja. Aber egal, Go, Sex, Drugs and, ich meine, Rock'n'Roll, ja genau. Auch so teuer, Wahnsinn. Hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass das so viel ist. Der hier auch, der Tag, an dem die Erde stillstand. Und zwar ist das sogar noch hier die, wo die 2008-Version und die 1951-Version drin ist. Und diese 1951-Version ist so schweineteuer. Ich habe den mal eins, ich wollte den eigentlich eins haben, weil ich den neuen hier, oder den neuen, den von 2008 mit Keanu Reeves gar nicht so gut fand. Aber ich hatte den hier für 15, 16 Euro da geschossen, weil der Einzelne noch teurer ist. Also, ja. Dann haben wir hier Lino Ventura, Romy Schneider und Michael Cerold in Das Verhör. Den habe ich auch Ewigkeiten gesucht. Da habe ich auch bei weitem weniger bezahlt. Ich glaube, da lag es auch irgendwo so zwischen 18 Euro oder ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, aber keine 40. Also, ja. Dann, ja, Hilary Swank, Peter Sarsgaard und Chloe Sevigny. Hatte manche Namen hier. Boys Don't Cry. Ja, ich kenne sie hier, die Chloe Sevigny. So eine Serie gehabt, wo sie so eine Transsexuelle auch gespielt hat, das weiß ich noch. Ja, auch nicht mehr für unter 40, auch wahnsinnig teuer. Ja, der auch, Sam Neill hier von Taika Waititi, wo die wilden Menschen jagen. Ja, genau,
Nicht, wo die wilden Kerle wohnen, sondern wo die wilden Menschen jagen. Ja, ist auch eine coole Komödie, halt typisch Taika Waititi, aber auch viel zu teuer. Ja, und hier, ja, wir hatten ja eben den Scary Movie 2, jetzt haben wir hier den ersten, das ist noch teurer, unglaublich. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht auch noch verwechselt, die 35 und 40 Euro. Gut, selbst wenn diese 5 Euro, ja, ist einfach alles so teuer, ja. Ich finde alles schon über 20 für eine Keepcase, finde ich einfach viel zu viel. So, dann haben wir hier Doris Day, Rex Harrison, John Garvin in Mitternachtsspitzen. Ja, das ist schon was länger her. Der war auch mal bei Amazon in der Aktion. Ich weiß, dass das bestimmt 2 Jahre jetzt her ist. Ja, auch viel zu teuer. Hier der auch. Buch und Regie von Bobcat Goldthwait. God Bless America. Ein richtig cooler Film auf jeden Fall. Ja, aber keine 40 Euro, 35 bis 40 Euro wert. Also. Ja, ich befürchte, ich bin tatsächlich schon wieder ein bisschen mit den Stapeln durcheinander gekommen. Das tut mir echt leid. Dann haben wir hier Freitag der 13. Jason im Blutrausch. Da hatten wir auch oder hatte ich in dem Video hier vor, bei den 20 bis 25 Euro Keepcases, hatte ich schon gesagt, da gibt es auch eine Komplettbox von. Ja. Die bei weitem nicht so teuer ist wie die Einzelteile. Die haben, ich glaube, 40 Euro liegt die mit allen Uncut drin und. Lohnt sich hier gar nichts, gar nicht mehr. Also, da habe ich auch viel zu viel damals für ausgegeben. Dann Extended Version Dogtown Boys. Auch ein richtig cooler Film, aber auch, wie gesagt, viel zu teuer. Emil Hirsch, Heath Ledger, ja. Ja, cooler Skaterfilm, beruht auch auf einer wahren Begebenheit. Tony Hawk ist, glaube ich, sogar noch mit dabei. Oder irgendein Jünger, ich weiß es nicht mehr genau, aber. Ja, Robert Redford und Dustin Hoffman in die Unbestechlichen, also nicht die Untouchables mit Sean Connery und Kevin Costner, sondern die Unbestechlichen, das ist auch so Reporter, auch ein richtig guter Film, aber wie gesagt auch viel zu teuer. Ich glaube, das ist schon richtig mit den 40 Euro. Ja, ich hatte mir hier keine Zettel hingelegt. Gut, dann vom Produzenten von Bullitt, Roy Scheider in die Seven Ups. Auch geil. Das Spin-off zu French Connection, genau. Auch ein richtig geiler Film. Also kann ich auch nur empfehlen, aber wie gesagt, auch viel zu teuer mit 40 Euro. Ja, Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer in Die Hexen von Eastwick. Finde ich auch, gucke ich fast einmal im Jahr, finde den auch super geil, aber auch zu teuer. Ich weiß, da gibt es auch noch eine Version das ist so ein Double Feature, einmal die Hexen von Eastwick und die zauberhaften Schwestern oder Practical Magic, meine ich, mit Sandra Bullock und Nicole Kidman. Und die ist, glaube ich, ein bisschen günstiger. Aber ja, wer die einzelnen Tiere haben will, viel zu teuer. Oh, hier der auf, der 13. Krieger. Ja, finde ich auch geil, aber wieso sind die so teuer geworden? Irgendwie nur out of print. Da ist da auch keine neue. Es gibt von so vielen Filmen 20 Neuauflagen oder so, die fast keinen interessieren und so. Bei solchen hier, da wird dann irgendwie gespart. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, Malta Matthau in Charlie Varrick. Auch ab 40 aufwärts der große Coup. Den hatte ich auch, ja, von Don Siegel, den habe ich auch mal in irgendeiner Amazon-Aktion dabei gehabt für einen Fünfer. Also. Jojo. Dann Jim Carrey in einem Double Feature. Und zwar Ace Ventura 1 und 2. Auch so teuer geworden. Ja, auch ab 40 Euro aufwärts gewesen. Habe ich auch nicht günstiger gefunden. Ja, okay. So, dann kommen wir zur nächsten Preisklasse, 45 Euro. Jetzt bin ich definitiv richtig. Ich kann sein, dass ich diese Stapel auch wieder vertauscht habe mit 35 und 40 Euro. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber die 5 Euro Unterschied, ich meine, die einen oder anderen werden dann sowieso sagen, sowas würde ich im Leben nicht für eine Keycase ausgeben. Ne? Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu den 45 Euro Filmen. Das ist einmal hier mit Paul Newman, The Verdict. Ja, ich meine, der ist sogar, ist der von Sidney Poitier?
Ja, Sidney Lumet. Oh, Leute. Ja, gut, aber auch ein richtig guter ja, Anwaltsfilm, ja, so Gerichtsfilm. Kann ich auch nur empfehlen, aber auch also 45 € würde ich dafür jetzt nicht hin ausgeben. Ne? Dann haben wir hier Tim Robbins, Greta Scacchi, Fred Ward, Whoopi Goldberg, Peter Gallagher und Brian James. Ach, da Mann, Burt Reynolds, Nick Nolte, alle, Julia Roberts, The Player. Ja. Ist er nicht? Ja, doch, Tim Robbins spielt da die Hauptrolle. Genau, KSM-Klassiker, auch im Schuber hier, auch ab 45 €. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Hier auch, boah, würde ich auch niemals für ausgeben. Harrison Ford und Liam Neeson in K19, Showdown in der Tiefe. Da hätte ich auch eher so gedacht, ach, das ist ein Film am Flohmarkt, wenn du so nochmal 2, 3 € oder so haben, nehme ich mir den mit. Aber ey, jetzt 45 €? Ja, ich weiß auch nicht, was ich dafür bezahlt habe, ehrlich gesagt. Ich habe den auch lange, aber ich habe vielleicht einen Zehner, mehr nicht. Ja, gut, den habe ich mir gekauft, den habe ich schon ein bisschen mehr für bezahlt, aber auch keine 45 €. Ich glaube, ein 20er oder so. Ja, und das hat sich eigentlich auch nicht so gelohnt. Der war ein Blindkauf. Das ist hier Lake Placid. Ja, ich stehe halt eigentlich hier so auf so, ja, was heißt Monster, so Riesenalligator, ne? Also, naja. Ja, dann hier von P-Ducks, ein Filmklassiker. Der ist auch sowas von schön, der Film. Das ist Vittorio De Sica's Fahrraddiebe. Auch für ab 45 aufwärts. Wahnsinn. Also, das macht einen teilweise echt fassungslos. Ne? Also, dann haben wir hier noch Patrick Swayze in Die Rote Flut. Red Dawn. Da ist jetzt. Ja, ich glaube, letzte Woche gab es beim Cape Light, die haben so 7 Tage, 7 News machen, die Cape Light Pictures, ja. Und die haben den für nächstes Jahr im 4K Media Book vorgestellt, also für 2024. Deswegen definitiv warten, die bringen auch bestimmt wieder eine Blu-ray Keepcase und sowas mit raus. Und dann, ja, William Holden und Lee Grant in Damien, Omen Teil 2. Habe ich auch nicht mehr für unter 45 € gefunden. Ich meine, der dritte Barbara's Baby, der war ja schon relativ teuer. Aber der jetzt hier sprengt ja alle Maße. Genau, jetzt hatte ich mir hier nämlich ein kleines Hündchen hingestellt von John Wick. Das ist jetzt der 50 € Stapel. Und da habe ich nämlich auch einen verliehen. Und das ist Reindeer Games, alias, ich glaube, Wild Christmas heißt er, ne, mit Ben Affleck. Jo, dann machen wir die 50 € mal. Auch wieder Jackie Chan in The Protector. 50 €, also, naja. Charlton Heston und James Coburn in Der Letzte der harten Männer. Da kann ich auch wieder zu sagen, den habe ich auch in so einer, den habe ich umgerechnet, nee, den habe ich gar nicht in so einer Aktion gekauft. Da weiß ich gar nicht mehr. Das ist ein 18er Titel. Ich habe den jetzt verwechselt. Naja. Ja, Ben Kingsley und Jennifer Connelly in Haus aus Sand und Nebel. 50 €? Boah, Leute. Der ist zwar super genial, aber das habe ich auch bei weitem. Studio Hamburg. Der wird beschichtet. Ich gehe auch davon aus, dass die irgendwann alle nochmal irgendwie neu aufgelegt werden. Aber wann, das weiß man nie. Weil hier ist zum Beispiel einer, den habe ich schon so lange und der ist seitdem auch nie wieder irgendwo mal günstig oder neu aufgelegt worden. Das ist Steve McQueen in Getaway. Da wollen die auch 50 € für haben. Also ich habe da nichts unter 50 gesehen. Ich liebe diesen Film auch mit Steve McQueen. Ich finde sowieso fast jeden mit Steve McQueen super, aber ey, 50 € genau hier auch. Johnny Depp, ein Tim Burton-Film, Ed Wood. So, und ich meine, da gab es mal eine Tim Burton-Box. Und ich meine, der wäre da auch mit drin. Ich weiß aber auch nicht, was die jetzt kostet. Die hat aber auch 80, 90 € als sie rauskam gekostet. Aber da hat man dann wirklich alle oder viele Burtons gehabt. Aber hier 50 € für einen Film?
Ey. Ja, hier auch Freitag der 13. Jason lebt. Ja, da hole ich mir, wenn ich sie wirklich alle haben will, doch diese andere Edition von, ne? Diese, wo alle drin sind, diese neu aufgelegte. Also das bezahlt doch kein Mensch mehr. So, dann haben wir hier H.G. Wells, Die Zeitmaschine. Da weiß ich auch, da habe ich einen Fünfer für bezahlt. Das war auch in so einer Amazon-Aktion irgendwie mal dabei. Da sind ja auch viele, die immer motzen, es sind immer wieder dieselben Filme und so, aber ja, die sind jetzt nicht mehr da und jetzt wollen die da 50 Euro für haben. Also, pff. Ja. Wes Cravens, Die Schlange im Regenbogen. Ja, ist auch hier so ein Schuber-Edition. Ja, auch ein geiler Film, aber definitiv zu teuer. Ja. Chasing Amy. Da habe ich glaube ich schon 20 Euro oder so noch für bezahlt. Ist auch schon ewig her. Das war es mir auch wert, weil es ein ultra genialer Film. Ich finde den so gut. Aber wie gesagt, 50 im Leben nicht. Dann, genau, Black Edition, Uncut-Version, A Company Man. Auch viel zu teuer. Ja, nee, der ist nicht mehr. Bittersweet Life ist neu aufgelegt worden, meine ich, ne? Mehrfach Mediabook oder so. Der hier nicht. Verwechsel ich auch auf die zwei. Aber ja, auch ein cooler Film auf jeden Fall, aber auch viel zu teuer. Also. Dann haben wir hier, genau, aus. Was ist das? Quentin Tarantinos Top 20 Italien-Western. Italo-Western. Ja. Tepepa. Ja, das ist hier, ne, also ich meine auch von Kochfilm ist diese Reihe hier mal rausgebracht worden. Ich meine, ich hätte noch Mörder des Clans. Der Mörder des Clans habe ich noch, die anderen nicht. Aber der Mörder des Clans, den kriegt man auch noch zum Normalpreis, den hier nicht mehr. Also. Hier, das hätte ich auch nicht gedacht. Rapid Eye, ich glaube, die haben auch immer nur kurze die Lizenzen, ein, zwei Jahre. Und wenn die dann weg sind, sind die weg. Das ist Lady Snowblood. Der erste Teil. Den zweiten habe ich manchmal auf DVD. Der ist auch so teuer. Ey. Ich meine, hatte ich den. Nee, der geht, glaube ich, noch. Der kriegt man, glaube ich, noch von 10 oder so. Ja, dann haben wir hier Peter Sellers. Der rosarote Panther. Auch ab 50 Euro. Ey, nee. Und mit Claudia Cardinale als die Prinzessin. Ja, genau. Ja, auch super teuer. Der richtige Dreh, Tom Cruise. Den habe ich noch gar nicht geguckt. Der liegt ja auch schon eine Zeit lang jetzt rum. Aber auch, da hätte ich auch nicht gedacht, dass der so teuer ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt durch dieses Recherchieren ja auch für mich nochmal schlauer geworden. Das heißt aber nicht, ich würde keinen der Filme hier verkaufen. Auch wenn ich jetzt sage, boah, so viel, nee, auf gar keinen Fall. Das ist einfach die Sammelliebe irgendwie. Da ist mir egal, was da andere für bezahlen will. Und außerdem gibt es auch Leute, die so viel dafür bezahlen. Ne? Ich meine, die Preise da ansetzen kann ja jeder. Genau, der Mann mit der Tigerpranke. Es gab hier auch so eine ja, Shaw Brothers Collection Reihe. Von Filmart, das ist jetzt hier die Nummer 4. Da habe ich auch fast alle von, aber der hier ist halt mega teuer. Weiß nicht, ob die auch, also ich weiß gar nicht, auf wie viel die limitiert worden sind. Steht jetzt hier gar nicht dabei. Ja, meistens sind die ja auch so auf 1000 oder so. Ich bin mir, weiß es nicht, ne? Dann wieder von NSM. Ja, aber auch 50 Euro im Leben nicht. Den fand ich auch gar nicht so gut. Ich fand den okay. Fand das Buch besser eigentlich von Stephen King. Der Feuerteufel mit Drew Barrymore. Macht auch Spaß dann. Aber wie gesagt, 50 Euro, das ist auch der Wahnsinn einfach nur. Der auch. Finde ich den geil finde halt. Das ist Caddyshack. Ja. Mit Bill Murray und. Ja. Wie heißt er noch? Jetzt fängt das schon wieder an. Chevy Chase, genau. Auch genial, aber auch genial teuer, ne? Ey. Ja, hier ist auch wieder ein Brian De Palma-Film. John Travolta und Nancy Allen in Blowout. Aber ich meine, da ist aber noch mal eine andere Version von rausgekommen. Ja, das ist auch, was ist das? Hier diese MGM auch wieder, ne? Das ist. Weiß es da auch nicht mehr ganz genau, ob da noch mal eine oder war das schon die neu aufgelegte?
Da haben wir wieder einen Jackie Chan-Film, Dragon Edition, Project B. Auch nicht unter 50 € gefunden. Dann Henry, Portrait of a Serial Killer. Auch nicht unter 50 gefunden. Aber ich meine, da ist auch von Turbine Medien, ne? Turbine müsste noch ist eine 4K, glaube ich, rausgekommen. Wieder, ich glaube, die liegen mal so bei 30 € oder so bei denen. Ich meine auch im Mediabook und so oder Steelbook, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auch viel zu teuer. Also 50 € im Leben nicht. Und hier auch. Da ist ein wunderschöner Kinderfilm oder Kinder-Jugendfilm. Auch kenne auch Erwachsene, ich gucke die ja auch. Kubo, der tapfere Samurai. So, der ist auch so ab 50 € aufwärts. Das ist gut. Hier ist sogar die 3D mit dabei. Ich glaube, den gibt es auch ohne 3D, aber den hatte ich jetzt nicht geguckt. Aber die hier kostet 50. Ich gucke gar kein 3D mehr. Dadurch, dass die 4K-Fernseher ja gar keine 3D mehr ja, dabei haben. War ja kurz und knackig irgendwie. Genau, jetzt kommen wir. Das war jetzt die 50 €, 60, 70. Ah ne, 50. 55 €. Ich meine, das wären die 55, 60, 70, 80, 90, 100. Ja. Nee, andersrum. Oh, ich hätte mir die Zettel hier hinschreiben müssen. 55, 55. Doch, hier. Das sind die 55 €. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt 55 oder 60. Ich sage einfach mal, ab 55 aufwärts sind jetzt, mache ich jetzt einfach die beiden Stapel. Bei den anderen bin ich mir nämlich jetzt wieder sicher. Das sind einmal Jackie Chan in The Dragon Collection. Da sind halt mehrere drin, ne? Der Herausforderer, Karate-Bomber und die Unbesiegbaren der Shaolin. Und Meister aller Klassen, 1 bis 3. Ich meine ab 55. Und jetzt sind die ab 60. Ben Affleck, Matt Damon, Selma Hayek, Alan Rickman, Chris Rock in Dogma. Auch ein richtig genialer Film, ja. Da ist auch, so teuer. Da ist bei Studio-Kanal rausgekommen. Ich weiß, da gab es auch noch so eine Blue Cinematic-Reihe. Da gab es den auch. Der ist genauso teuer. Wahnsinn. Dann Charles Bronson in Ein Mann wird zur Bestie, Yukon. Anthony Hopkins in The World's Fastest Indian. Das ist ja nicht normal, Leute. Ey, das sind 60 €. Und Francis Ford Coppola, Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Dennis Hopper, Nicolas Cage, Chris Penn und Tom Waits in Rumblefish. In der Masterpiece of Cinema Edition. Ja, das ist ein absoluter. Ich finde den so genial, den Film Motorcycle Boys. Für Fans von Wanderers und Warriors und Straßen in Flammen und so. Aber wie gesagt, auch, ich meine, wie gesagt, ab 60 € aufwärts. Niemals. So, jetzt sind die 70 € Filme dran. Das ist auch der Wahnsinn. Karate Tiger, Best of the Best. Da wollen die 70 € für haben. Das ist nicht normal. Dann hier auch Super Fighter 1 bis 3. Geschichten aus der Gruft, die komplette Serie. Ja, das ist ja, wenn man das dann auch noch sieht, wie diese CDs sind hier einfach nur so übereinander gestapelt. Ich meine, das ist auch Turbine, ne? Oder was? Nee, das ist nicht Turbine. Sehe ich hier gar nicht. Was ist denn das? Starlight-Film. Laserparadies. Und auch wieder aus dieser Filmart-Reihe von den Shaw Brothers, die tödlichen zwei. Das ist die Nummer 1 dieser Reihe. Ich weiß auch, das Cover sieht dann eigentlich so aus. Ach, da ist auch gar kein FSK-Flatsch. Warum habe ich denn das umgedreht? Ja, okay, das Cover hier, das Original hier, das gefällt mir dann doch auch noch besser, deswegen wahrscheinlich. Okay, ab 70 €. Ab 80 €. Gestern, heute und morgen habe ich nicht unter 80 € gesehen. Sophia Loren.
Also ich bin mir auch sicher, dass man die, wie gesagt, irgendwo günstiger bekommt. Und den hier auch von, wie heißt er? John Dujardin. Dujardin, 39,90. Ja, auch so eine richtige dreckige schwarze Komödie. Ja, dann kommen wir zu den ab 90 Euro. Ja, nicht unter 90 gefunden. Und das ist Power Man 1 bis 3. Und The Dragon Connection 2. Und da ist drauf Tokyo Power Man, die große Keilerei und Winners and Sinners. Sinners, so. Dann kommen wir zu dem letzten. Der teuersten Keepcase-Version, die ich habe. Also Stand Internet von diesen sechs Seiten da. Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo in Und dennoch leben sie. Ja, Wahnsinn. Habe ich nicht unter 100 Euro. Ich habe den auch nur einmal gesehen. Wahrscheinlich, das war auch manchmal bei eBay. Wahrscheinlich ist das auch, weil er gesehen hat, das hat keiner. Nimm, machen wir einfach mal 100 Euro. Ja, Wahnsinn. Also ich nehme das jetzt auch nicht unbedingt dann die Preise jetzt als, ja, wie soll ich das sagen? Würde ich jetzt nicht so sehen, dass sie auch alle so viel wert sind, ja? Ist jetzt nur, weil das die Leute so verkaufen, ne? Klar, kann auch sein, kurz vor Weihnachten, dass da nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Aber es ist trotzdem teilweise richtig erschreckend gewesen. Ja. Gut, das zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, auch wenn ich hier so ein bisschen durcheinander gekommen bin, weil ich zu faul war, mir die Zettelchen mit den Preisen zu schreiben. Habe ich gedacht, ach, das schaffst du auch so. Aber okay, ich denke trotzdem, dass jeder was damit anfangen konnte. Ich habe das meist ja dann auch versucht, wieder richtig darzustellen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir gerne ein Like da, gegebenenfalls ein Abo, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Kommen jetzt noch die, genau, Mediabook, Steelbook und Sonderedition, die packe ich aber in ein Video. Da habe ich nicht ganz so viele, die so extrem selten sind. Habe ich auch gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr werden, aber nee, das ist nicht so. Da sind auch so ungefähr von der Menge her genauso viele wie hier jetzt, aber ja, bei weitem nicht so viele, wie ich dachte. Ja, da sind die Keepcases mehr gewesen. Okay, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zugucken und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal, euer Blockbuster. Ciao.